7 verschiedene Teststrecken zur Verfügung mit insgesamt über 10 Kilometern Länge. Wir können auf diesem Testgelände so ziemlich jede Oberflächenbeschaffenheit abdecken, die auf der Straße passieren kann. Asphalt trocken, Asphalt nass, diverse Eisoberflächen, Schneeoberflächen. Wir haben Steigungshügel, wir haben Handlingkurse. Eisdicke hier ist rund 1 Meter. Gewicht könnte man auch einen LKW von ca. 50 Tonnen draufstehen. Wir können hier anfangen im Dezember zu testen und das geht dann rein bis Anfang April. Danach ist es wieder ein See. Sind hier Angler, kann hier gebadet werden. Es ist einfach dann eben keine Teststrecke mehr hier und dann ist eben der Winter für uns vorbei und für die Leute hier fängt der Sommer an. Diese Aufnahmen entstanden in Norwegen. Denn unsere Versuchsfahrer fuhren nicht nur über die Schweizer Alpenpässe, kurften nicht nur durch die deutschen Gebirge, sondern suchten und fanden ein geradezu ideales Prüfgelände in Norwegen. Die ersten Winterreifentests haben wir 1953 gefahren. Das war damals in der Schweiz. Wir sind damals den St. Gotthard hochgefahren, diesen sehr, sehr steilen, hohen Pass. Sehr verschneit mit den Autos von damals halt. Man muss sich das so vorstellen, es gibt kein ABS, es gibt kein ESP, es gibt nicht mal Airbags oder Sicherheitsgurte. Die Fahrer sind da hochgefahren, ein ziemlich abenteuerliches Unterfangen. Schnee in jeder Menge und in jeder Beschaffenheit. Loser Tiefschnee. Geräumte Straßen mit festgefahrener Schneedecke oder auch mit Eis darunter, wie hier auf diesem See. Der Versuchsbericht formuliert, während die symmetrischen Profile bei scharfer Kurvenfahrt in der Lenkung ausgeglichen bleiben, neigen andere nach zunächst gutem Verhalten zu plötzlichem Ausbrechen. Ja, also die Tests waren natürlich ein bisschen einfacher als heute. Das ganze Messequipment, das wir heute in Autos haben, hatten wir damals nicht. Damals wurden beispielsweise Bremswege noch mit dem Maßband abgemessen, wurden Hütchen aufgestellt, wo ist welches Auto zum Stehen gekommen. Der Zeiger klettert, klettert, klettert und das Kabel war zu kurz. Heute sieht es so aus, dass wir GPS in den Autos haben. Es sind computergestützte Verfahren und die Daten, die wir hier ermitteln, werden sofort nach Hannover in die Entwicklungszentrale weitergegeben. Musik.